Seit rund einem Jahr gibt es in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit. Und auch in Deutschland wurde über die Einführung eines solchen politischen Amtes nachgedacht. Damit sollen Leben gerettet werden. Denn Studien zufolge ist Einsamkeit nicht nur ähnlich gesundheitsschädigend wie Kette zu rauchen. Manche Fachleute bezeichnen sie sogar als eine Epidemie. Und es sind längst nicht nur mehr alte und alleinstehende Menschen von diesem Problem betroffen. Doch was passiert eigentlich im menschlichen Körper, wenn wir einsam sind? Welche Wege führen aus der Einsamkeit heraus? Klick zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Auf der einen Seite wünschen sich viele von uns ab und an mal einsam zu sein, einfach mal zur Ruhe kommen und die Sinne schärfen. Doch auf der anderen Seite haben viele Menschen auch extrem unter Einsamkeit zu leiden. Laut wissenschaftlichen Studien ist jeder siebte Mensch einsam und das bleibt nicht ohne Folgen. Einsamkeit wurde bereits in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht und die Ergebnisse sind erschreckend. Menschen, die sich chronisch einsam fühlen, haben demnach eine erhöhte Chance, einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine Krebserkrankung zu bekommen. Anders auf den Punkt gebracht, Einsamkeit ist so ungesund wie das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag. Doch wie können Forschungsteams herausfinden, ob Menschen wirklich einsam sind? Viel zu einfach wäre es, dies allein an der Intensität und Menge der Sozialkontakte auszumachen. Denn nicht alle fühlen sich einsam, nur weil sie öfter mal alleine sind. Auf der anderen Seite können sich Menschen einsam und unverstanden fühlen, obwohl sie viele Kontakte in den sozialen Medien zum Beispiel haben und auch im realen Leben einige Bekanntschaften haben. Entscheidend ist das subjektive Empfinden. Wünscht man sich mehr Gemeinschaft mit anderen Menschen? Leidet man unter zu wenig Kontakt und gibt es vertraute Menschen, mit denen man persönliche Dinge besprechen kann? Bei Menschen, die bei dem Ausfüllen eines solchen Fragebogens hohe Werte erreichen, sind körperliche Veränderungen messbar. Der US-Sozialpsychologe John Cacioppo konnte beispielsweise nachweisen, dass bei sozial isolierten Menschen ein erhöhter Widerstand der Blutgefäße vorhanden ist. Ein Faktor, der die Anfälligkeit für Bluthochdruck erhöht. Auch das Level des Stresshormons Cortisol war bei einsamen Menschen deutlich erhöht. Das bestätigen auch die Ergebnisse eines weiteren Forschungsteams. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA hatten herausgefunden, dass Einsamkeit zu einer Art Stresshormonschub führen kann. Erwachsene, die sich abends beim Schlafengehen einsam und traurig gefühlt haben, zeigten am nächsten Tag einen erhöhten Pegel des Stresshormons. Cortisol wird mit Krankheiten wie Fettleibigkeit oder Depression in Zusammenhang gebracht. Fest steht jedenfalls, ein lang andauernder hoher Cortisonspiegel, aus dem im Körper Cortisol entsteht, ist nicht gut für unsere Gesundheit. Unser Immunsystem wird heruntergefahren, wir schlafen schlechter und Blutdruck und Blutzucker steigen an. Zusammengefasst kann man also davon ausgehen, dass chronische Einsamkeit einen Einfluss auf unser sogenanntes sympathisches Nervensystem hat und dieses aktiviert wird. Der menschliche Körper wird damit auf eine drohende Herausforderung vorbereitet. Ein Notfallprogramm also und die Frage Flucht oder ein Kampf steht im Raum. Laut Cacioppo ein äußerst sinnvoller Prozess, denn ein sozial isolierter Mensch kann nicht auf den Schutz der Gruppe hoffen, der evolutionsbiologisch gesehen als überlebenswichtig gilt. Denn in der Prähistorie schützte das Zusammenleben in kleinen Gruppen vor wilden Tieren und hatte weitere viele Vorteile. Doch damit nicht genug. Der Forscher hat zudem auch herausgefunden, dass bei Menschen, die in hohem Maße einsam sind, auch die Gene beeinflusst werden. Konkret war die Aktivität derjenigen Gene erhöht, die Entzündungen fördern. In einem weiteren Experiment zeigte der Einsamkeitsforscher Cacioppo Probanden, die unter einen Hirnscanner lagen Fotos von lächelnden Menschen. Das Ergebnis war verblüffend. Im Gehirn derjenigen Versuchsteilnehmer, die sich selbst als einsamer bezeichnet hatten, zeigte sich dabei weniger Aktivität. Ein Indiz dafür, dass sie sich über einen solchen freundlichen Kontakt weniger freuen. Der Hirnscan zeigte noch ein weiteres Ergebnis und zwar war auch die Übergangszone zwischen Scheitel und Schläfenlappen weniger aktiv. Diese Hirnregion wird mit der Fähigkeit in Zusammenhang gebracht, sich in andere Menschen hineinzubringen.
hineinversetzen zu können. Heißt das also, dass das Gehirn von einsamen Menschen so strukturiert ist, dass sie von der Nähe anderer Menschen weniger profitieren und sich auch deswegen zurückziehen? Fest steht also, Einsamkeit kann uns krank machen. Doch die gute Nachricht, wir können diesen Gefühlen von Einsamkeit entgegensteuern und unserem Körper beim Kampf gegen die Einsamkeit helfen. Das geht ganz easy, einfach mal wieder jemanden in den Arm nehmen. Dann setzt unser Körper nämlich das Hormon Oxytocin frei. Das wird oft auch als Bindungshormon bezeichnet und aktiviert unser Belohnungssystem. Wir fühlen uns gut und es stärkt gleichzeitig auch unsere sozialen Bindungen. Und noch etwas Positives. Im Gegensatz zum Rauchen beispielsweise hat Einsamkeit keine langwierigen Nachwirkungen auf unseren Körper. Ein paar nette Bekanntschaften oder Freunde haben einen total positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Also los geht's. Kontakte sind echt wichtig. Ich will deswegen, wir haben ja wieder ein Community-Treffen, dieses Mal in Berlin machen. Wer Lust dazu hat, schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine persönliche Nachricht hier auf WhatsApp. Dafür hier klicken und ich suche mir mal jemand jetzt zum Knuddeln. Bis dann. Bleibt dran.